Eine kleine Ergänzung gibt es dann doch noch. Und zwar unter dem Fahrersitz. Da gibt es hier so eine Lasche, die man hochziehen kann. Da befinden sich die Warnwesten in so einer Schublade. Unter dem Beifahrersitz ebenfalls. Dafür muss man aber, um diese Kassette da rauszubekommen, muss man aber dieses Gitter vorher mal aushängen an der Seite. Da muss man ein bisschen gucken, aber kann man das aushängen, ist kein Problem. Da ist Wagenheber drin, Notfallset, falls man jetzt irgendwie eine Reifenpanne hat oder so. So, ein wichtiger Punkt noch. Wir haben unsere Fahrzeuge, je nachdem, wie die Kunden die letzten Male so fahren konnten, sprich, was heißt fahren konnten, was sie für Führerscheine hatten, ob die jetzt zum Beispiel über 3,5 Tonnen oder unter 3,5 Tonnen nur fahren dürfen. Das ist halt das Problem mit der Klasse B im Moment. Lasten wir unsere Fahrzeuge zwischendurch auf oder ab. Das heißt, wenn er den alten Führerschein noch habt oder vielleicht sogar einen LKW-Führerschein mindestens C1 gemacht hat, dann könnt ihr das Fahrzeug halt auch im aufgelasteten Zustand fahren. Das heißt, wir haben dann zulässiges Gesamtgewicht nicht von 3,5 Tonnen, sondern von 3,85 Tonnen, wodurch ihr halt 350 Kilogramm mehr an Zuladung mitnehmen könnt. Wie gesagt, für die Leute, die es halt nicht dürfen, Klasse B, die müssen dann halt darauf achten, dass die bis 3,5 Tonnen halt irgendwie mit dem Gewicht klarkommen. Was auch zu beachten ist, Auflastung ist ganz schön, man kann mehr mitnehmen, aber man muss halt sich auch an die Straßenverkehrsordnung entsprechend anders einstellen oder anders dran halten, wie zum Beispiel die Höchstgeschwindigkeit ist dann maximal 100 km/h. Hingegen mit der 3,5 Tonnen Zulassung kann man halt auch schneller fahren.